Und schwupps, schon sind wir auf Island 2. Und hier gibt es den letzten Mondstein, den wir ebenfalls nicht brauchen. Wir haben ja immer noch keinen Nidoran, wir haben kein Pipi und wir haben kein Pummeluff. So. So. Aber jetzt können wir auch jederzeit von Orania City aus zu den Eilanden. Ist ja auch nicht schlecht. Jetzt würde ich gerne Dirki wieder mitnehmen. Mittlerweile ganz schön viele Pokémon hier. So, und Scuddy, du hast jetzt erstmal Sendepause. So, Dirki ist super gut. Gar nicht mal so weit ab vom Schuss, wenn es ums Team-Level geht. Der hängt gerade nur ein bis zwei Level hinterher. Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Das Gute ist, dass er jetzt auch den Solarstrahl mit dem Sonnentag kann. Und wir haben hier noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Den Weg nach Fatania City zurück werden wir schwimmen. Zumindest bis Alabastia. Der hat ja, glaube ich, nur ein Pokémon, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Lohnt sich das nicht mal. Ja, ne, er hat sogar noch mehr. Okay, er hat zwei. Ja, drei, da lohnt sich das sogar richtig. So, einmal Sonnentag. Er wollte mich jetzt echt einschläfern. Und Solarstrahl. Tentacher. Ich würde hier normalerweise physisch draufhauen, aber Solarstrahl ist im Vergleich zu Zerschneider so viel stärker, dass das einfach wesentlich mehr bringt. Und ein Seemon.
Mit Dirkie muss ich nur vorsichtig sein, wenn mein Gegner Feuer-Pokémon im Team hat. Weil ich damit auch meine eigenen Wasser-Pokémon schwäche. Mit der Sonne. Dummy. Das Ding ist sogar schneller. Tja, jetzt nicht mehr. Der Kerl hat ja so eine wunderschöne Fähigkeit namens Chlorophyll. Verdoppelt seine Init, wenn die Sonne scheint. Damit ist Dirkie jetzt, sofern die Sonne scheint, unser eindeutig schnellstes Pokémon. Hier mal nachschauen, wie schnell der gerade ist. Ja, Init von 78, das kommt in der Sonne auf 156. Da kommt niemand von uns ran. Nicht mal unser Turbo-Sandama. Angler Amadeus. Amadeus, Amadeus. Ah, nee. Wieso Superschall? Ich hab nicht zufällig Hyperheiler dabei. Ja, habe ich sogar noch einiges. Hornattacke. Und Laserbeam Solarstrahl. Dann kriegen wir jetzt noch einen Goldini. Weil wir mittlerweile ein paar KP verloren haben, kriegt er den Gigasauger. Angler Anselm mit einem Muschas. Das einzige Problem an Dirkie ist, dass ihm jetzt wirklich relativ schnell die Attackenpunkte ausgehen. Er ist zwar sehr effektiv, aber viel Schaden macht er trotzdem nicht. Hat er hier noch keinen Step und. Außerdem hat Muschas jetzt nicht unbedingt den besten Spezialangriff. Ist ja auch schließlich noch nicht entwickelt und so. Solar Beam in your face. Und da kommt ein Austausch. Natürlich kann er auch Schutzschild. Da habe ich doch sowieso schon so wenig Attackenpunkte, denn dann machen sie auch noch sowas. Tja,
Wenigstens konnten wir diese kleine Route jetzt so super dazu nutzen, um Dirki nachzutrainieren. Genauso wie wir die gesamte Feuerarena genutzt haben, um nur noch die letzten paar Level aufs Teamniveau zu bringen. Ja, ich habe schon gewusst, warum ich die nicht mit auf Level 43 trainiert habe. Ich habe genau gewusst, dass der die Feuerarena so loaden kann. So, jetzt kriegt Dirk auf jeden Fall Level 45. Jetzt hat er eine Init von 80. Der Angriff ist trotzdem ein gutes Stück höher als der Spezialangriff. Ja gut, ist ja bei dem Sazin ja auch normal. Ein Tentoxa kommt rein. Wie viele Wasserattacken lernt Tentoxa per Level ab? Ach, ich schicke einfach Lapriso rein, bevor ich da jetzt Experimente mit Conchan mache. Nicht, dass das Ding dann doch noch einen Blubstrahl oder sowas kann. Oha, Wickel. Ganz harter. So. Nachdem er jetzt paralysiert ist, ist Lapriso auch schneller. Dass die Schwimmer alle kein Geld haben. Geschwister Ewe und Tobi. Ich mache jetzt einfach mal einen Sonnentag und Conchan, ich glaube, du gehst hier besser mal raus. Auch wenn der Sonntag hier von Dicky zuerst durchgekommen ist und so, aber ich traue der ganzen Sache trotzdem nicht. Hui, that combo. Wenn Dicky sich jetzt selber haut, dann tut's ihm richtig weh. Okay, ich habe einen Solarstrahl übrig. Die Schockquelle reicht ja, um Seemann umzuhauen. Ja, immerhin, der kommt mit dem Solarstrahl durch und dann war es das auch für das Dami. Und für Conchan sollte das dann auch relativ bald das Level Up sein. Ich hab jetzt nicht mehr im Überblick gehabt, wie viel dem noch gefehlt hat. Wie viel fehlen dem noch? 910. Na gut, das ist ein etwas stärkeres Pokémon oder zwei etwas schwächere. Der Angler Ahmed mit einem Golking. Ich habe keinen Solarstrahl mehr. Ich habe nur noch einen einzigen Gigasauger. Dirki muss jetzt auf jeden Fall mal von der Spitze weg. Weil nur mit Zerschneider angreifen ist auch nicht das Wahre. Goldini, das kriegt Conchan hin. Da gibt es einen kleinen Spuckball. Das sollte hier eigentlich auch reichen. 666 EP. Wieso sind die nur Level 28?
Dann haben wir jetzt das ganze Team wieder auf demselben Level. 127 Angriff hat der Gute jetzt schon. Ach, lass mal Konstantin einfach drin. Der wird in der nächsten Arena eh nicht allzu viel abkriegen. Die Angler haben deutlich mehr Geld als die Schwimmer. Apropos, wie viel Geld haben wir eigentlich inzwischen? Schon wieder 63.000 net. Da ist bald ein Eistrahl für Nür drin. Ich habe immer noch Dirk vorne, kann das sein? Ja gut, gegen Carpador-Trainer ist es jetzt wirklich egal. Das können wir auch schnell mal mit dem Zerschneider machen. Ui, und er crittet. So, mit wem machen wir das jetzt? Ich weiß nicht, was der Sinn von diesen ganzen Carpador-Trainern immer ist. Wenn es wenigstens wie in Gen 6 wäre, wo die Carpador wenigstens ein paar EP geben. Hier geben sie ja echt gar nichts. 115 EP, das habe ich das letzte Mal. Wann haben wir das letzte Mal 115 EP bekommen? Oder. War das Route 3? So nach der ersten Arena. Die könnten irgendwas um den Dreh gegeben haben. Wobei, nee, da wäre 115 echt noch viel gewesen. Das ist ungefähr das Niveau von Roccos Kleinstein, was die geben. Sieht so aus, als wären wir fast da. Moment, ich lasse den jetzt einmal mal vorne. Ich weiß, hier kann ich mir nämlich noch ein Pokémon fangen. Ein Tangela habe ich allerdings schon jetzt. Ich weiß nicht, ob es hier großartig noch was gibt. Aber ich glaube eigentlich nicht. Wie sieht mein Pokédex überhaupt aus? 46 Gefangene. So viel hatte ich, glaube ich, noch nie. Also noch nie während einem normalen Playthrough. Wir können uns ja mal den Pokédex von Professor Eich bewerten lassen. Ja, das Münzamulett habe ich doch auch schon. Ich weiß zwar gerade nicht, wer das trägt, aber ich meine, ich hab's. Ja, ich glaube, Kenji habe ich es gegeben. Weil die beiden tragen Überreste. Konjan hat ein Schutzband, also muss Kenji das. Den Rest haben, also den. Münzamulett. In jedem Kampf, in dem ich Kenji einsetze, kriege ich doppeltes Preisgeld. So. Na dann.